Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich möchte mich heute zu vier Themen äußern. Erstens zu den Äußerungen von Dietmar Gabriel am Wochenende, zu den Banken, dann zu Wirtschaftsminister Rösler, der ja Griechenland den Austritt aus dem Euro nahegelegt hat, zur Situation in Syrien und zu den Ergebnissen unserer Vorstandssitzung mit dem geschäftsführenden Bundesvorstand. Der SPD-Vorsitzende Gabriel hat ja am Wochenende schwere Bankenschimpfe geübt. Er hat gesagt, die Banken würden den Staat erpressen und wenn es dann schief geht, müsste dann die Allgemeinheit dafür gerade stehen. Natürlich begrüßen wir diese Äußerungen, die könnten auch von den Linken sein. Er hat ja tatsächlich sogar Formulierungen der Linken wortwörtlich übernommen, zum Beispiel den Begriff von den Schuldensozialisten, den ja Lafontaine und Wagenknecht geprägt haben. Aber wenn man über Erpressung redet, dann gehören ja bekanntlich zwei dazu. Die einen, die erpressen und es dort ja praktisch schon zum Geschäftsmodell gehört, und die anderen, die sich erpressen lassen. Und leider muss man dazu sagen, dass die SPD immer dabei war, wenn es darum ging, sich erpressen zu lassen. Sie haben nicht nur einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, die ganzen Finanzmärkte zu deregulieren, sondern sie haben auch jetzt allen Rettungspaketen aktuell auch wieder der Bankenrettung in Spanien zugestimmt. Und da müssen sich natürlich die Leute in einem gewissen Sinn veräppelt vorkommen, wenn man auf der einen Seite verbal die Praktiken der Banken kritisiert, andererseits aber allem zustimmt, damit es gerade so weitergeht wie gehabt. Deswegen werden wir die SPD hier beim Wort nehmen. Es geht nicht darum, verbal die Banken zu beschimpfen, sondern es geht tatsächlich darum, die Finanzmärkte zu regulieren. Die Linke hat dazu sehr viele Vorschläge gemacht. Es geht auch nicht einfach nur darum, die Banken gesund zu schrumpfen. Das wird sowieso nicht funktionieren. Gesund schrumpfen heißt nur, dass die einen, die größeren Banken, die kleineren, dann die sich gesund schrumpfen, übernehmen, sondern es geht tatsächlich um Regulierung. Dazu gehört, dass Banken grundsätzlich öffentlich sein müssen, dass sie kleiner sein müssen, dass sie nicht an Spekulationsgeschäften teilnehmen dürfen, sondern für Zahlungsverkehr, für Investitionen, für die Spareinlagen der Sparerinnen und Sparer da sind. Das wird ein ganz entscheidender Punkt sein für die Zukunft und wir werden sehen, mit wem dann die SPD diese Politik machen will. Außerdem hat Herr Gabriel auch kritisiert, dass die Banken zu hohe Dispozinsen verlangen. Das kritisiert die Linke schon lange. Aber zu appellieren, dass hier freiwillig etwas geschehen soll, wird nicht fruchten. Vielmehr geht es darum, tatsächliche Obergrenzen, Zinsobergrenzen hier gesetzlich vorzuschreiben. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, es darf auf keinen Fall mehr sein wie 5% über den Refinanzierungskosten, die die Banken selber haben. Und es ist ja längst widerlegt, dass die Banken hier große Verwaltungskosten haben, wenn sie Dispozinsen einräumen. Es wird insbesondere darum gehen, wenn man über die ganzen Bankenpraktiken spricht, auch die Entkoppelung der Staatsfinanzen von den Finanzmärkten voranzutreiben. Das ist ja fast schon peinlich, wenn man sieht, wie hier die Politik am Nasenring durch die Arena geführt wird. Und wir werden dieses Problem nicht lösen, solange die Finanzmärkte gegen gewählte Regierungen spekulieren können und gegen die eigene Währung spekulieren können. Deswegen brauchen wir nicht nur die Regulierung, sondern wir brauchen auch die Direktvergabe der Kredite durch die EZB oder durch eine öffentliche Bank. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Zweitens, die Äußerungen von Herrn Rösler zum Austritt von Griechenland aus der Eurozone. Wir sind der Auffassung, dass ein Austritt von Griechenland aus der Eurozone eine humanitäre Katastrophe für die griechische Bevölkerung wäre.
Wenn wir davon ausgehen, dass dort dann Abwertungen von 50-70% erfolgen würden, würde Griechenland seine Importe nicht mehr bezahlen können. Es würden buchstäblich die Leute auf ihren Energiekosten sitzen bleiben. Sie würden nicht mal mehr die nötigen Nahrungsmittel importieren können. Also ein solcher Vorschlag ist sowohl aus humanitären und sozialen Gründen wie auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht akzeptabel. Und tatsächlich lenkt Herr Rösler nur von der desaströsen Politik zur Lösung der Eurokrise ab. Es ist nämlich genau das eingetreten, was die Linke die ganzen letzten Monate, Jahre schon sagt, dass die Art und Weise der Euro-Rettung, was ja in Wirklichkeit nichts anderes als eine Bankenrettung gewesen ist oder nicht mal das gewesen ist, desaströs ist, dass sie erfolglos ist, dass sie wirtschaftlich und sozial in die Irre führt. Wir haben die Situation, dass Griechenland hohe Auflagen erteilt wurden, im Prinzip Kürzungs- und Verarmungsprogramme. Sie haben zum wirtschaftlichen Niedergang von Griechenland geführt, beziehungsweise den wahnsinnig beschleunigt. Wenn man alles zusammenzählt, wird das Minuswachstum in Griechenland fast ein Fünftel der Wirtschaftskraft betragen. Und es wird das Geheimnis von Frau Merkel und Herrn Rösler bleiben, wie mit Lohnsenkungen, wie mit Rentenabsenkungen, wie mit der Verarmung von großen Teilen der Bevölkerung tatsächlich eine wirtschaftliche Zukunft von Griechenland organisiert werden kann oder hergestellt werden kann. Wir haben aber nicht nur die Situation über Griechenland, über die ja schon viel diskutiert wurde, sondern wir sehen gerade die Entwicklung in Spanien. Die Entwicklung in Italien wird nicht weniger problematisch sein und da trifft es Länder, die werden nicht mehr mit solchen Rettungsschirmen gerettet werden können. Und wir müssen sagen, dass inzwischen die Situation in Spanien dramatisch ist. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird viele elementare Dinge des normalen Lebens verteuern. In Madrid gibt es täglich 40 Räumungen, weil Wohnungseigentümer Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Der Wohnungsmarkt ist praktisch zusammengebrochen, die Immobilienblase geplatzt. Sie hinterlassen ein Milliardengrab in Spanien. Über 1 Million Familien in Spanien haben keinerlei Einkommen mehr, das muss man sich mal vorstellen. 25% sind arbeitslos, eine extrem hohe Rate. Die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem groß und sie sind perspektivlos. Und man konnte am Wochenende auch lesen, dass die Jungen inzwischen von der Rente ihrer Eltern oder Großeltern leben müssen. Das sind unzumutbare Zustände und zeigt nur, in welchem Ausmaß die Europapolitik, Eurokrisenpolitik gescheitert ist. Wenn wir daran etwas ändern, dann müssen diese Fehlkonstruktionen der Krisenpolitik beseitigt werden. Wie gesagt, das erfordert die Abkopplung der Staatsfinanzen von den Finanzmärkten. Wir brauchen die direkte Finanzierung der EZB oder einer öffentlichen Bank. Es gibt gar keinen Grund, billiges Geld in Banken hinterherzuwerfen, die dann das teuer an die Schuldenländer weiterverleihen. Wir brauchen praktisch Wirtschaftshilfe an die Schuldnerländer. Es wurde dort versäumt, eine entsprechende industrielle und infrastrukturelle Basis zu schaffen. Die muss dringend hergestellt werden. Das wird man nicht mit Verarmungs- und Kürzungsprogrammen erreichen. Wir hoffen, dass unsere Klagen zum Fiskalpakt und ESM erfolgreich sind, sodass die Chance besteht, hier eine Neuorientierung der Wirtschaftspolitik tatsächlich durchzusetzen. Wir freuen uns auch, dass das von der Mehrheit der Bevölkerung inzwischen geteilt wird, diese Klagen unterstützt werden. Und wir sagen auch ganz klar, dass Reiche und Vermögende in ganz Europa zur Finanzierung der Krise herangezogen werden müssen. Es wird die Krise nur weiter verstärken, wenn die Binnenmärkte, die Kaufkraft der Bevölkerung, der Rentner, der Arbeitenden abgebaut wird. Deswegen ist es unerlässlich, eine Vermögensteuer zu erheben oder wir sagen Millionärsteuer dazu. Es ist auch unerlässlich, eine Vermögensabgabe, eine einmalige Vermögensabgabe zu erhöhen. Und wir freuen uns, dass beide
Forderungen der Linken inzwischen in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind. Es wird sowohl von den Gewerkschaften wie von den Wohlfahrtsverbänden eine Initiative in diese Richtung gestartet und auch andere Kreise unterstützen diese Initiativen. Wir haben den Vorschlag vom DIW gehört. Alles geht in die gleiche Richtung. Wir werden die Krise nicht beseitigen, wenn hauptsächlich Rentnerinnen und Lohnabhängige belastet werden. Wir haben auch das Problem, dass die Art der Krisenlösung wie ein Bumerang auf Deutschland zurückkehren wird, wenn die Exportmärkte zunehmend in Griechenland sowieso, aber auch in Spanien, Italien und anderen Ländern zusammenbrechen, wird es die Arbeitsplätze und die soziale Lage in Deutschland selber betreffen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir ein Wirtschaftsmodell, das dauerhaft Defizite in den anderen Ländern produziert, nicht aufrechterhalten können, sondern wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die den eigenen Binnenmarkt stärkt und die auch hier die öffentliche Daseinsvorsorge voranbringt. Wir haben nach wie vor erhebliche Defizite beim Ausbau der Kindertagesstätten. Wir haben Defizite bei der Bildung. Wir haben Defizite beim ökologischen Umbau. Es gäbe also in Deutschland genügend Bedarf praktisch für öffentliche Investitionen und die Löhne müssen in Deutschland dringend steigen und die prekäre Beschäftigung muss zurückgedrängt werden. Die Lösung, wir tun alles, um das Vertrauen der Finanzmärkte zu gewinnen oder wir sagen, sich dem Diktat der Finanzmärkte unterzuordnen, erweist sich mit zunehmendem Fortgang als völlig erfolglos und hilflos. Und wenn wir nicht dringend zu einer anderen Politik kommen, besteht tatsächlich die Gefahr, dass der Euro in hohem Maße von den Leuten gefährdet wird, die die ganze Zeit sagen, wir wollen den Euro retten. Zu einem weiteren Thema, zu Syrien. Es gibt keinen Zweifel, Assad ist ein Diktator, ein nicht gerade freundlicher Diktator und Teile der Bevölkerung und auch der Eliten laufen ihm davon. Wir sehen gerade eine humanitäre Katastrophe in Syrien. Der UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres bettelt in der vergangenen Woche in der Welt um Geld, um humanitäre Hilfe in Syrien. Ich habe noch nicht gehört, dass Deutschland für humanitäre Hilfe mehrere Millionen Euro oder mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung stellen will, um die größte Not der Flüchtlinge zu lindern. Warum eigentlich nicht? Der Vorschlag von de Maizière, mit Schiffen der Bundeswehr humanitäre Hilfe zu leisten, trägt nicht zur Entspannung bei, sondern zur Zuspitzung. Der militärische Komplex, und das ist unsere tiefste Überzeugung, muss sich aus diesem Konflikt raushalten. Wir müssen direkte humanitäre Hilfe über die UN leisten. Es ist ein völliger Irrtum, dass dieser Konflikt mit militärischen Mitteln gelöst werden kann. Es wird keine Kriegsgewinner geben, sondern nur Verlierer. Und die Hauptverlierer sind gerade die Menschen in Syrien, die zum Teil mit Tod und mit viel Elend die ganze Zeche für diesen Konflikt bezahlen müssen. Die wichtigste Aufgabe ist, dass die Belieferung mit Waffen an beide Seiten aufhört. Deutschland gehört zu großen Waffenexporteuren, und zwar indirekt über Saudi-Arabien, über andere Länder, die von Deutschland Waffen bekommen, werden dort die doch auch etwas dubiosen Rebellen oder Aufständischen aufgerüstet. Das kann kein Beitrag zur Lösung des Konfliktes sein. Wir bleiben hier ganz klar bei unserer Position. Dieser Konflikt kann nur durch Verhandlungen, kann nur durch Unterstützung von der Initiative von Kofi Annan gelöst werden.